Vater, ich möchte, dass ihr mir die letzte Beichte abnehmt. Selbstverständlich. In nomine Patris et Filii et. Was ist das, Vater? Der einzige Heilige Geist hier ist der Deine. Und der wird uns sehr nützlich sein. Nein! Hast du eine Ahnung, wie weit sich diese Verschwörung erstreckt? Verdammt weit. Soweit ich weiß, sollte Omega die Organisation weltweit innerhalb der nächsten 2 Jahre mit Geräten versorgen. Viele Ärzte und Geistliche sind bereits eingeweiht und Teil von SCARE. Wie hast du all das herausfinden können? Das ist eine lange Geschichte. Es fing damit an, dass ich diesen Bastard dabei beobachtete, wie er etwas im Spind versteckte. Dem Spind, der offiziell kaputt war und sich nicht öffnen ließ. Natürlich knallte er den Spind zu und machte auf dumm. Ich wusste, dass da etwas faul war und untersuchte die Umkleide. Es ist alles Teil eines ausgeklügelten Mechanismus. Das ist mir auch aufgefallen. Waren das deine Notizen, die ich gefunden habe? Yep. Ich konnte den Spind öffnen und fand darin einen dieser Seelenfänger. Ich nahm ihn an mich und versteckte ihn. Das war der Tag des Brands in Omega. Kurz nachdem ich den Seelenfänger gestohlen hatte, begann die Sache mit der offenen Kellertür. Als ich die Treppe herabstieg, fand ich dort die Marienkäfer, die bereits auf mich warteten. Sie erzählten mir, was hier geschah und wollten den Seelenfänger von mir. Als ich ihnen den gab, erklärten sie mir, wofür der gut ist. Ich konnte nicht ahnen, dass ich so enden würde. Eine furchtbare Kreatur hat das hier aus mir gemacht. Wenn es dir ein Trost ist, alles, was von dem Biest übrig ist, ist ein Knochen. Und Kurt, dieser Dreckskerl... Der ist jetzt ein wandelndes Nichts. Er hat es nicht anders verdient. Wer oder was sind die Marienkäfer? Ich weiß es nicht. Vielleicht kommen sie aus derselben Ebene wie der sogenannte Boss. Vielleicht eine Art Ausgleich der Kräfte. Mehr weiß ich nicht. Ich hatte keine Zeit für Fragen. Die haben mich ausgefragt. Wer ist mein Boss wirklich? Das weiß niemand. Sein Ziel ist es, einen nie versiegenden Strom an Sklaven zu haben. Ich weiß nicht, wie er die Menschen beeinflussen kann, aber er hat wohl Mittel und Wege und einen üblen Diener. Den hatte er mal. Erzähl mir etwas über Nils. Nils war meine letzte Hoffnung. Als ich gemerkt habe, in welcher üblen Lage ich bin, habe ich ihm vom Keller erzählt. Ich dachte, er würde mir Rückendeckung geben. Falsch gedacht. Wie kommst du darauf? Dieser eklige Diener hat ihn geschnappt. Hat irgendetwas Fieses aus ihm gemacht. Kurt hat ihn einmal in einem großen Glas herumgezeigt. Als Abschreckung für alle Arbeiter, dieser Bastard. Was? Das klingt nach der Kreatur, die ich freigelassen und durch die Rohrpost gejagt habe. Wenn er noch frei herumläuft, haben wir vielleicht noch eine Chance. Kurt weiß nicht, dass wir als Tote untereinander kommunizieren können. Nils gab mir die Essenz des Schreckenslauts. Ich selbst kann ihn nicht benutzen, aber wenn du ein Instrument findest oder bauen könntest, könntest du den Schreckenslaut darauf anwenden. Du wärst damit in der Lage, mit Nils zu kommunizieren. Bevor Kurt ihn freigelassen hat, wollte Nils mit mir sprechen. Das kann ich jetzt leider nicht mehr. Schnell, baue ein Instrument und wende die Schreckenslautessenz darauf an. Dann rufe Nils. Er weiß sicher mehr als wir. Danke, das werde ich versuchen.
Gibt es einen Weg, diesen Wahnsinn zu stoppen? Die Marienkäfer haben Omega bereits außer Betrieb gesetzt. Zumindest vorübergehend. Es wäre gut, wenn wir endlich unseren Frieden finden könnten. Dieser Zustand ist schlimmer als der Tod. Ich möchte mir das lieber nicht vorstellen. Ich werde einen Weg finden, uns hier rauszuholen. Sei vorsichtig. Dann wollen wir doch mal passworttechnisch tätig werden. Sehr gut. Ich hab's. Ein Überbleibsel von diesem ekelhaften Ding. Ich werde versuchen, aus dem Knochen eine Flöte zu machen. Es hat geklappt. Ich habe ein paar Löcher in den Knochen gebrannt. Ich wüsste nicht, warum ich das mit mir herumtragen sollte. Ich habe ein paar Löcher in den... Sehr gut. Ich habe das Schreckensgeräusch erlernt. Jetzt muss ich nur noch mit Nils reden.